Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Hua! In der letzten Folge haben wir den Hades Cup begonnen und zwar von Platz 50 bis 30. Jetzt machen wir weiter. Wahrscheinlich die nächsten 20 Plätze. Hades Cup zu dritt. Platz 29, vielleicht schaffen wir es sogar in diesem Part. Mal schon. War eigentlich nicht geplant, hier noch mehr aufzunehmen. Aber naja. Pff, alles weg direkt. Schön, wir haben jetzt Blitzgar. Gut gemacht, Donald. Wir nutzen direkt unseren neuesten Zauber aus. Ich glaube, ich weiß ja noch, wer hier alles bossmäßig kommt. Dürfte kein Problem sein. Oder? Oder? Okay. Und die Augenwerfer mal 6. Unnötiges Wegteleportieren. Ich meine ernsthaft. Möchte man ja den Herkules Cup noch irgendwo dranhängen. Auf Zeit. Glaube ich. Müsste da eigentlich noch passen, da sind auch 10 Plätze und die Gegner sind auch voll schwach. Wo ich glaube, die leveln mit. Ich auch meinen anderen Spielstand mitbekommen. Und AP, jawohl, endlich mal. Die Hand, da. Sehr Hando. Und, verdammt. War sehr gut. Ich dachte erst, Goofy. Gib 5. Sehr gut. Schattenlurch mal Fragezeichen. Ja. Was willst du denn? Wurf. Oh mein Gott, es sind 3. Oh mein Gott, es sind 5. Donald spammt hier. Oh mein Gott, das sind ganz viele. Ich glaube 12. Ha, AP, jawohl. Das kann ich nicht brauchen. Ah, geht ja alles viel zu schnell. Aber egal. So, das ist ja wohl eine Lachnummer hier, die Rächer. Ja, toll, 5 verschiedene. Ja, mit ein Combo Abschluss alle weg, fast alle. Da wird alles in 2 Parts hier noch komplettiert. Der Hades Cup, meine ich, ist aber nicht wahr. Ja, und der kommt ja komplett. Verstehe nicht, warum die eine Rüstung hier sich aufgeteilt hat. Lassen die einfach einen Boss rein, hallo? Komm her, du Hand, die früher mal bekannt war als Fuß. Ha. Boah, wollte ich gar nicht, aber okay. Wo ist deine hier? Wo ist dein Fuß? Früher mal bekannt als Hand. Autsch. So. Voll unspektakulär kaputt gegangen. Puff, okay. Ich bin tot. Du hast mich getroffen. Ah, okay. Die Dunkelflops. Ja, ist mit den dunklen Flops. Das werde ja nämlich auch diesen Kampf hier sein. So.
Hui. Ja, läuft alles sehr glatt. Jetzt der Boss kann einpacken. Ja, wenn man sich die anderen Bosse hier in der Story anschaut, dann ja. Nicht überraschend. Ich will ja nicht zeigen, wie gut ich bin oder irgendwie sowas. Also das Spiel ist zu Ende. Mit allen möglichen Sachen. Alle Minispiele werde ich auf jeden Fall nicht zeigen, aber ja. Alle Bosse reicht ja. Muss doch irgendwo die letzten Dalmatiner finden. Ich habe keine Ahnung, wie die sein könnten. Um das komplette Ende freizuschalten. Muss man, glaube ich, machen, oder? Hey. Hey. Hey, die kann man auch Gravitas einsetzen. Das zieht auch viel ab. Aber ich mal, ich glaube, das macht das Segel kaputt. Pff. Abgestürzt, ey. Ja. Ja, nächster Bosskampf. Warum tut mein Hals schon so weh? Ich tue erst seit 20 Minuten hier kommentieren. Den Part davor. Cloud und Leon. Die 7 und die 8. Ja, machen wir erstmal Cloud platt, oder? Weil der kann, glaube ich, nerviger sein. Was du denn? Danke, Goofy. Au. Ich will absichtlich hier ignorieren, Leon. Uff. Okay, die tun doch ein bisschen weh. Oh, okay. Boah, ich habe einen Flügel. Genau. Ist aber nicht kennen. Ich habe nie gesehen, dass du einen Flügel hast in Final Fantasy 7. Komm da bitte. Ja. Au, ich dachte, du triffst mich nicht mehr. So, komm her. Wurf. Beste Spielerserie, my ass. Okay. Ich stehe ja immer noch mehr auf 6. Aua. Dann vielleicht 8 oder 4 und dann 10. Ne, umgekehrt. Erst 10. Dann wahrscheinlich 8 oder 4. So mein Ranking. Deine Blast Zone wieder aus. Ah! So, du kommst jetzt hier in die Ecke. Jetzt schon wieder zu früh. Zum Glück kann er nicht treffen. Gut gemacht, Squall. Ah! So, komm her. Verdammt! Auf mit deinem Grobspalter. Autsch. Das ist so übel, ne? Die ziehen mir so viel ab. Zum Glück ziehe ich auch so viel ab. Oh doch. Hier ist gut. Oh, Donald. Du hast echt Probleme, weißt du das eigentlich? Wie der sich voll an die Niederlage seiner Gegner labt. Mais. Mais. Los, verbrennen wir seine Leiche. Oh, Donald ist doch krank. Nixer. Verdammt, mal stark genug. So,
bin sehr gut. Ach, halt mal die Luft an. Sehr gut, Donald. Danke, Rufi. Und weiter oben. Die letzten 20 Plätze. Würde ich sagen, noch diese 10 Plätze wie jetzt. Ja, ich habe da zurückgeschlagen. Aber gut. Okay, wie habe ich den Feuerball von hinten jetzt zurückgeschlagen? Ma, komm her. Na, war sehr gut. Ja, bis zum 10. Platz schaffen wir es hier noch. Dann machen wir wieder Feierabend und dann in der nächsten Folge schaffen wir den Hades Cup und dann hänge ich wahrscheinlich den Herkules Cup noch dran auf Zeit. Aber ich gibt's dafür was Gutes. Den Herkules Cup, den müssen wir locker schaffen. Weil der letzte Gegner hier im Hades Cup, der ist eine absolute Lachnummer. Verstehe ich nicht, was das sollte, ehrlich gesagt. Aber naja. So. Schattenquasar mal Fragezeichen, die Hurrikane oder Hurrikane. Hurrikane wird doch mit C geschrieben, auch in Deutsch, oder? Also in Deutsch ist schon zu früh, Donald. Rätsel einfach durch, was willst du eigentlich? War halb lang. Oh. Na. Okay, gut. Du einfach auf. Ich habe ihn aufgeschlagen, ja. Haben wir noch nicht gesehen. Wurde zensiert. Ist auch für Kinder ein Spiel. Was? Ja, und wieder irgendwie ein Team mit 5 verschiedenen Leuten. Auch das kann doch nicht gut ausgehen für euch. Es ist eine einzige Randalia eigentlich. Das ist ja noch gar kein Problem. Außer vielleicht gegen Cloud und Leon. Da bin ich ein paar Mal hier auf 1 KP runter reduziert worden. Aber macht auch keinen Unterschied. Weil man ja Trotzkopf und so hat. MP habe ich auch immer genug, also ja. Einfach. Böllerwampe, Invictor. Oh Gott, das könnte jetzt ein bisschen nervig werden. Nicht schwer, aber nervig. Warum immer auf mich, Mann? Verdammt. Welche Spyro-Gegner? Erinnert mich voll irgendwie an Spyro-Gegner. Ich habe mir schon wieder so im Kopf gedacht, das Einzige, was jetzt wieder nervig sein könnte, ist, dass der wieder Zeit totschlägt. Wenn er sein Kackschwert da reinpackt. Natürlich macht er das dann. Warum denn auch nicht? Warum hat Donald jetzt immer so viel MP nur übrig? Was passiert da, bitteschön? So, oh, die dicken, die Fettzeller, was? Ja. Stellt ihn direkt vor mir, ne? Damit er mich angreifen kann. Das ist auch nicht sehr fair. Aber gut. Der ist weg. Oh mein Gott, wow, Schindel. Ich hab noch einen Stopka, oder? Wo mein Stopka überhaupt her? Ich weiß, ich wüsste, wo man die ganzen anderen Zauber herkriegt, aber. Mal gucken. Wof. Okay. Wurf. Ha! Jo, steht auf. Komm vorbei. Ah,
Ah, noch mal Defender Nummer 3, Intercept. Der steht wieder direkt vor mir. Da und der greift direkt mit diesen angefahren. Jedes Mal. Au. Bin ich ein bisschen unfair. Irgendwie blöd, dass die Gegner im zweiten Teil rausgenommen haben. Die haben irgendwie die coolsten Gegner aus dem ersten Teil nicht mehr im zweiten Teil reingepackt. Das finde ich sehr doof. Ja, die kommen auch nicht im zweiten Teil vor. Spoiler. Vor allem die coolsten, die lassen sie alle raus. Was soll das? Und Donald ist schon tot, meine Güte. Please. Kampf gegen vor der letzten Tür im Bosskampf in der, meine Güte, am Ende der Welt war auch die Hölle. Yo, hey, how you doing, everybody? Yeah, got a minute? Hades, Lord of the Dead, nice to see you. Hey, guess what? I got a place for you. Und der Kampf war auch die Hölle. Mein Speedrun, weil ich gegen den nix abgezogen habe und das hat ewig gedauert, bis ich den erledigen konnte. So, jetzt ist das aber anders. Jetzt bin ich stärker und mächtiger als jemals zuvor. Mit tausenden von Jahren. Wie nennt man das? Schlief ich. Wer hat mich aus meinem Schlummer erweckt? Autsch. Uff. So, guckt euch das mal an. Wie einen wunderschönen Schaden ich abziehe. Wie du fliegst. So, da glaube ich. Würde es, er absorbiert aber auch Feuer. Wenn du nur einmal Feuer gegen ihn einsetzt, dann halt er irgendwie einen halben Balken oder so. Voll übel. So tut Donald nicht aus Versehen Feuer einsetzen gegen den. Das gibt viele Tech-Punkte, ne? Autsch. Buff. Bin schon viel zu stark, kann das sein. Aber egal. Natürlich der zweite Teil. Eigentlich jeder Teil nach diesem hier wird nicht so einfach für mich. Ich glaube, hier stehe ich nicht sicher, doch. Glaub mir, jeder andere Teil, der andere Kingdom Hearts Teil ist viel schwieriger als der hier. Verdammt. Wir voll ausrasten und auf Donut losgeht. Oh, Angriffskraft, sehr gut. Warum ich habe hier Angriffskraft auch für die Magiekraft steht. 102 gibt es da extra einen Wert dafür. Ich spoil ja schon voll viel vor. Also die Spielmechaniken. Au. Ey. Wuff. Na gut. Speedrun hat der viel öfter eingesetzt, was voll nervig war. Hi, na, boof. Ach, Goofy. Goofy! Sehr gut. Oh. Maximum MP und Brutalo werden. Ach, das ist geil. Das ist ein geiler Abschlussangriff, glaube ich. Ja, noch 10 Plätze. Okay, die Kraft der Sterne erhalten. Graviga. Anzimbericht Nummer 8. Ich glaube, damit haben wir jetzt alle, ne? So, wieder 20 Minuten und wieder
sind wir 20 Plätze weiter. Oh, das geht viel schneller als gedacht. Da, wenn wir nach der Logik gehen, dann brauche ich wieder 10 Minuten für die letzten 10 Plätze. Und dann machen wir ja im nächsten Part die nächsten 10 Plätze und den Hercules Cup auf Zeit. Aber ich habe AP bekommen, die möchte ich eintauschen gegen irgendwas. Wenn ich einen Abschlusshieb nach kommen mag, ich bin doch schon stark genug, Mann. Uff. Aber keine andere Auswahl gerade. Immer Jackpot. Bin schon stark genug, ich brauche nicht noch stärkere Abschlussangriffe. Ja. Ich habe überall Jackpot rausgenommen, weil ich das Moment nicht brauchte. Jetzt haben sie alle genug. Ja, wir haben noch ein neues Schlüsselschwert bekommen. Maximum MP steigen um 1, besitzt immense Durchschlagskraft, Angriffskraft von Magie und Rufen steigen und, ja, minus 2 MP? Nee, was? Ach so, das, ja, okay, das erhöht einmal. Ja, weiß ich nicht, soll man das nehmen mal? Angriffskraft geht ja nur um 1 runter, also, ja. Oh, was hat das denn noch für ein... Das hat viel bessere Effekte. Sonst hat niemand was bekommen, ne? Ja, mächtiger Schild. Das sieht übrigens geil aus. Uff. Laufen wir damit herum. Okay. Dann in der nächsten Folge machen wir die nächsten 10 Plätze noch. Die letzten 10 Plätze fertig. Ich bedanke mich dann alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.